Ja, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, da Nathanael erkrankt ist, hat er mich gebeten, eine Predigt von Johann Gerhard Onken vorzubereiten für heute Abend. Die ist überschrieben mit dem Titel Der Trennungsschmerz und die Freude des Wiedersehens. Und bevor wir Gottes Wort in Johannes 16 aufschlagen und die Verse 20 bis 22 miteinander lesen, wollen wir noch kurz zusammen beten. Ja, Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns dein kostbares Wort gegeben hast, was uns aufzeigt, wie herrlich und großartig du, Herr Jesus Christus, bist und was du für uns getan hast, was du für uns vollbracht hast und was du für eine Liebe zu uns gehabt hast, als du den Thron des Vaters im Himmel verlassen hast, um dieses Leben in Niedrigkeit hier zu führen auf der Erde, für uns Sünder zu sterben und dein Leben zu geben. Und wir danken dir, dass du uns hier auf der Erde nicht verlassen zurücklässt, sodass wir nur alleine vor uns herleben müssen, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und dass du selber dich darauf freust, uns wiederzusehen. Dass du möchtest, dass wir, die Gläubigen, dort sind, wo du bist. Dass du uns Wohnungen im Himmel bereitet hast, wo unsere Freude vollkommen sein wird. Wo all die Versuchungen und Sünden, ja, wovon wir auch heute Morgen gehört haben, wo all dies nicht mehr sein wird. Wo wir unbeschwert und frei ganz zu deiner Ehre leben können. Herr, so richte uns aus auf diese Ewigkeit bei dir, auch durch dieses Wort heute Abend. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, lasst uns das Johannesevangelium aufschlagen in Kapitel 16 und die Verse 20 bis 22 lesen. Dieser kurze Abschnitt befindet sich ja in den Abschiedsreden von Jesus zu seinen Jüngern, bevor er dann ja am Kreuz stirbt. Dort heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Ja, es liegt ein unendlicher Trost in dem Wort, das uns der Evangelist Johannes schon drei Kapitel vorher gegeben hat. Im 13. Kapitel heißt es: Vor dem Fest aber der Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater ginge, wie er hatte geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Diese seine unvergleichliche Heilandsliebe, sie tritt auch in diesem Schriftwort hier in Johannes 16 hervor. Jesus redet hier von seinem nahe bevorstehenden Hingang zum Vater, den er als gut und notwendig hinstellt, aber auch in seiner ergreifenden Wirkung auf die Jünger diesen zum Voraus schildert, um sie auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Um ihnen aber auch in seinem Wort einen sicheren Anker und einen Fels zu geben, der sie vor dem völligen Schiffbruch des Glaubens bewahrt in der Stunde der Anfechtung.
Doch nicht nur redet er von seinem Weggehen, sondern er weiht sie auch ein in ein Geheimnis, in das selige Geheimnis der Freude des Wiedersehens. Und das sichert er ihnen zu. Unser Thema, es greift tief in das praktische Jüngerleben ein. Und es handelt von dem herben Trennungsschmerz und von der seligen Freude des Wiedersehens. Auch uns, Geliebte, ist es heilsam, Traurigkeit und Betrübnis des Herzens zu haben. Es ist aber nicht jede Art von Traurigkeit dafür geeignet, uns zum Segen zu sein. Und der Apostel zum Beispiel, er unterscheidet scharf zwischen einer göttlichen Traurigkeit und einer weltlichen Traurigkeit. Jene wirkt zur Seligkeit, diese jedoch wirkt den Tod. Die rechte Traurigkeit, die uns zum Leben hilft, sie muss von oben her uns zuteil werden. Nur der Heilige Geist kann sie in uns schaffen. Gottes Wort, es redet auch von einer Tränensaat, auf welcher eine Freudenernte folgt. Und von solcher Traurigkeit göttlicher Art, von solcher Aussaat unter Tränen ist hier die Rede. Ohne sie hat keiner den himmlischen Trost. Ohne sie ist noch keiner selig geworden. Alle, die jetzt schon bei dem Herrn sind im Himmel und alle, die noch selig werden sollen, sie haben sie empfunden. Oder sie, die noch selig werden sollen, werden sie noch empfinden. Diese Traurigkeit, sie zieht sich durch unser ganzes Pilgerleben hindurch, bis zu jenem Moment, da ein lang ersehnter Freudenruf ertönen wird: Der Herr ist da. Dann erst wird die hier auf Erden fließende Tränenquelle versiegen. Und auch dann wird der Herr die letzten Tränenspuren von den Augen seiner Kinder abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, heißt es. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die göttliche Traurigkeit ist aber auch begleitet von einer göttlichen Hoffnung. Diese beiden, sie gehen Hand in Hand, um uns auf dieses ewige Fest vorzubereiten. Je inniger unsere Liebe ist zu Jesus Christus, desto größer und größeren Schmerz empfinden wir doch auch über die uns noch anklebende Sünde. Und desto mehr beseligt uns auch die Hoffnung, endlich völlig losgelöst zu sein und erlöst zu sein und mit dem Herrn vereinigt zu werden. Wir reden nun nach Anleitung dieser Schriftstelle zuerst über die Trennung und die damit verbundene Traurigkeit und zweitens über das Wiedersehen und die daraus entsprießende Freude. Erstens die Trennung und die damit verbundene Traurigkeit. Die Trennung, von welcher hier die Rede ist, es ist eine Trennung zwischen Jesus Christus und dem Gläubigen, der gläubigen Seele. Es heißt hier, noch ein kleines, so werdet ihr mich nicht mehr sehen, denn ich gehe zum Vater, Vers 16. Mit diesen und mit anderen Worten hatte der Heiland es klar ausgesprochen, dass es eine Trennung schmerzlichster Art geben wird, die den Jüngern bevorsteht. Diese war zuerst eine körperliche Trennung. Die körperliche Trennung, also nicht mehr Jesus leibhaftig gegenüber zu haben, sie erfüllte ihre Herzen mit Trauer. Sie war aber auch eine geistliche, denn der Heilige Geist war noch nicht da. Und so fühlten sich die Jünger verwaist wie Waisenkinder und dem Verzagen nahe, als Jesus noch im Grab lag.
Wir ersehen nachher aus den Briefen der Apostel, dass es nicht die leibliche Trennung alleine war, die ihre Herzen zerriss, sondern auch eine geistliche Vereinsamung, die den Jüngern den größten Kummer bereitete. Sie war der bitterste Kelch, den sie zu trinken hatten. Ist es nicht so, dass alle Leiden und Trübsale sich leichter ertragen lassen als die Trennung von dem, den man im tiefsten Herzen innig lieb hat? Doch es ist bestimmt in Gottes Rat, dass man vom Liebsten, was man hat, muss scheiden. Das ist ein Wort eines Dichters. Und es findet seine tiefste Bedeutung erst dann, wenn wir es auf unser Verhältnis zu Jesus Christus anwenden. Er ist doch der Geliebte unseres Herzens, wie es im Hohenlied heißt. Auserkoren unter den Zehntausenden der Morgensterne, die Gottes Lob singen. Wie köstlich, dass die gläubige Seele von Christus sagen und von ihm singen kann, mein Freund ist mein und ich bin sein. Alle, die Jesus Christus angehören, sind mit ihm aufs Herzlichste verbunden. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn im Heiligen Geist, heißt es im Neuen Testament. Als Kinder Gottes, da datieren wir unsere Seligkeit auf den Augenblick an, wo wir ihn nennen konnten, als unseren Herrn und unseren Gott. Das heißt, wo der Heilige Geist in unserem Geist das Zeugnis der göttlichen Kindschaft gab. So wie es im Römerbrief heißt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie selig ist also das Verhältnis und wie innig ist die Gemeinschaft der gläubigen Seele mit dem Heiland. Aber wie innig es auch ist, dennoch ist es eine traurige Tatsache, dass häufig dieses innige Verhältnis gestört wird, vorübergehend geschwächt wird, wenn der Herr uns sein Antlitz verbirgt, wenn Wolken und Dunkelheit sich um unsere Seele lagern. Wie ist uns dann so bange zumute, dass wir ausrufen möchten, du bist ein schrecklicher und verborgener Gott? Und wenn in solchen Prüfungsstunden unsere Sünden, die schwarz sind wie die uns nun umgebende Nacht, wenn sie vor uns aufsteigen und wenn Satan mit seiner Sichtungsgewalt sein Äußerstes versucht, um uns unseren Glauben zu rauben, wenn es ihm sogar gelingt, unseren Blick abzuwenden von dem Herrn und auf unser eigenes geistliches Elend zu richten, so dass im Herzen dann Zweifel aufsteigen, ob der Herr mit einem solchen Sünder, wie wir es sind, noch Geduld haben wird. Oh, das ist in der Tat der bitterste Tropfen in dem Kelch unserer diesseitigen Trübsal. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die Sehnsucht des Herzens nach Christus durch den gegenwärtigen Zustand hier in diesem Leben voll von Prüfungen, dass sie nie und nimmer ganz befriedigt sein wird. Dieses wird erst der Fall sein, wenn wir droben mit ihm auf ewig vereinigt sein werden. Wir haben uns dem Herrn verschrieben zum ewigen Eigentum und Lohn seiner Schmerzen. Wir haben unseren Namen eintragen lassen in sein Buch als Kandidaten für die ewige Herrlichkeit. Aber solange wir noch nicht bei ihm sind, ist an keine vollkommene Seligkeit zu denken, an keine ungetrübte Gemeinschaft des Geistes mit ihm. Der Zustand unseres Wesens jetzt, er bringt es mit sich, dass wir noch vielfach angefochten sind, dass unser Glaube Schwankungen hat,
dass unser geistliches Barometer hoch und runter geht. Solange wir wie Petrus, als er auf dem Wasser ging, auf den Herrn schauen und uns auf sein Wort stützen, solange gelingt es uns, dieses tosende Meer unter unseren Füßen zu haben. Aber sobald wir auf uns sehen, auf unsere Schwachheit, auf die Versuchungen, auf die Gefahren, so alsbald beginnen wir zu sinken, wenn wir Jesus aus den Augen lassen. Doch gelobt sei Gott, dass er seine Kinder wohl zu einigen Zeiten sinken lässt, aber nicht versinken lässt. Ja, solche demütigen Erfahrungen und Wege gebraucht Gott, um uns in Abhängigkeit zu halten, in Abhängigkeit zu ihm, um unseren Glauben zu üben, um uns zu bewähren und die Sehnsucht unseres Herzens nach ihm rege zu halten, lebendig zu halten. Diese Sehnsucht, die auf Liebe zu unserem Herrn Jesus, zu unserem Heiland beruht, sie ist doch das köstlichste Talent, was uns anvertraut ist, um damit ja zu wuchern, um damit ja um das zu vermehren. Und vermöge ihrer Kraft sind wir befähigt, die Dinge dieser Welt in ihrer Nichtigkeit zu erkennen, welche zwar in ihrer Art nützlich sind. Also wir sollen ja die Welt gebrauchen. Wir sollen auch die Gaben, die wir haben, schätzen. Aber all diese Dinge in dieser Welt, sie sind niemals imstande, unser Herz wahrhaftig auszufüllen. Dieser Platz, dieser Vorrangplatz in unserem Herzen, er bleibt ihm vorbehalten, Jesus Christus, den unsere Seele liebt und nach dem das tiefste Sehnen unseres Herzens gerichtet ist, unablässig. Steht es so mit uns? Sehnen wir uns also nach dieser Vereinigung mit Christus, nach dieser Verbundenheit mit ihm, so befleißigen wir uns, dass wir ihm wohlgefallen mögen. So wie es in dem Schriftwort heißt, darum ein jeglicher, der solche Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Wohl wissend, dass nur die Gott schauen werden, die reinen Herzens sind. Wer mit Christus vereinigt gewesen ist und seine Gnade und seine Freundlichkeit einmal geschmeckt hat, dem ist der Heiland unentbehrlich geworden. Der kann nicht mehr ohne ihn sein. Und sollte ein solcher je dahin kommen, dem Herrn wieder den Rücken zu kehren, so wird es ihm keine Ruhe lassen. Keine Ruhe. Die Freuden der Welt werden ihm verbittert und er wird wie der verlorene Sohn, der dann bei den Schweinen sich wünscht, ihre Schoten zu essen. Er wird doppelt unglücklich sein in seinem Darben, in seinem Hungern, bis er sich wieder aufmacht, zu dem Herrn zurückzukehren, zu dem Herrn, der Gnade selbst noch hat für den Abtrünnigsten. Oh, darum, wie es heißt in der Strophe, kehre wieder, der du dich verloren hast, falle weinend, betend nieder vor dem Herrn mit deiner Last, bis er dich wieder in seine Arme schließt und dir alles vergibt. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt, die Freude. Die Freude am Licht, sie wird nach des Dichters Wort aus dem Dunkel geboren, gleich wie der Tau, der ein Geschenk ist der Nacht, der im zarten Licht des Morgens am schönsten funkelt und glänzt. Das Wort von Jesus, dass er hinweggehen wird zum Vater, es bereitete diesen Trennungsschmerz vor, aber es enthielt auch einen kleinen Kern
der Hoffnung in sich, einen Kern der Hoffnung einer lebendigen Freude, die unaussprechlich ist. Von dieser Freude des Wiedersehens handelt dieser zweite Teil unserer Betrachtung. Jesus, er sagte nicht, ihr sollt mich wiedersehen, was schon herrlich genug gewesen wäre. Nein, er sagt, ich will euch wiedersehen. Liegt uns doch viel daran, ihn wiederzusehen? So liegt ihm noch viel tausendmal mehr daran, uns wiederzusehen und unsere Freude vollkommen zu machen. Seine Liebe zu uns ist ja unendlich größer als unsere Liebe zu ihm. Und diese Liebe, sie findet ihr Genüge erst darin, unser Sehen zu stillen und uns vollkommen glücklich zu machen, dadurch, dass Jesus Christus, unser Ein und Alles, uns an sein Herz zieht. Wie herrlich wird dieser Moment sein. Oh, wie glücklich macht uns schon diese Aussicht auf dieses Wiedersehen, die sein Wort uns verbürgt. Was muss erst die Erfüllung selber sein? Christus wahrhaftig zu umarmen. Christus wahrhaftig zu sehen und von ihm in den Arm genommen zu werden. Vielleicht kann man das hier einschieben, in der Mitte von Corona, wo all diese Herzlichkeit uns so sehr mangelt und fehlt, wo wir uns so danach sehnen, einander in den Arm zu nehmen, wo wir uns danach sehnen, miteinander Gemeinschaft zu haben. Und wie sehr wird es wunderbar sein, wenn wir nicht nur als Geschwister in dieser herrlichen Gemeinschaft im Himmel einander umarmen können, sondern auch Christus, unseren Heiland und unseren Herrn. Die Kinder Gottes, sie haben also eine liebliche Aussicht auf das Wiedersehen mit ihrem Herrn, und zwar in zweifacher Hinsicht, nämlich geistlich und leiblich, körperlich. Zunächst geistlich. Wenn der Verlust der geistlichen Gegenwart Christi die Ursache und die ergiebige Quelle unserer häufigen Traurigkeit ist, so macht es uns doch unaussprechlich glücklich, wenn wir seine Nähe genießen dürfen. Wie häufig ist uns der Herr ein verborgener Gott? Unser eigener sündhafter Zustand bringt das zu Wege, nicht bloß, dass wir eine sündige Natur haben, mit der wir so eng und unzertrennlich verbunden bleiben, dass sie uns träge macht in unserem Geist und wir nicht laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, sondern auch die vielen Sünden und Gebrechen, die sich noch an uns und an anderen zeigen. Inmitten dieser unserer Traurigkeit, wenn unser Himmel bewölkt ist, wenn kein Lichtschein durch die Wolken dringt und wir in stockfinsterer, schauerlicher Nacht weiterziehen müssen. Oh, wie häufig bricht da dem armen Wanderer plötzlich und unerwartet dieser Morgenstern, dieser Stern aus Jakob im hellsten Glanz hervor und unsere ganze Kummernacht, sie weicht diesem Leben, dem Frieden und dieser Wonne im Glauben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich will euch wiedersehen. In diesem Wort aus dem Munde des Wahrhaftigen, darin liegt eine unergründliche Tiefe. Über die Maßen tröstend ist es schon, wenn er sagt, ihr sollt mich wiedersehen, aber tausendmal tröstlicher, wenn er sagt, ich will euch wiedersehen. Es liegt hierin seine eigene Sehnsucht. Die Sehnsucht von Jesus Christus, dem Heiland, nach uns, seinen Brüdern, seinen Kindern. Welche innige, ewige und ungeteilte Liebe spricht sein Wort hier aus.
sein Mund hier aus. Und er hält alles, was er verspricht. Er hat auch diese Zusage an uns bewahrheitet, insoweit, wie es in diesem Leben und in unseren Verhältnissen zu ihm jetzt möglich war. Wir haben ihn doch alle häufig betrübt und ihn durch unsere Sünde, unsere Untreue gezwungen, uns ohne Licht und Trost zu lassen, dass wir keine Empfindung seines Naheseins mehr haben, dass wir unseren Weg alleine gehen, selbst verschuldet. Aber Anbetung sei seinem Namen. Wenn wir gezagt und in Tränen gebadet da niederlagen mit dem Bekenntnis im Herzen und auf der Lippe, ich habe gesündigt, wie ist da das Wort seiner Gnade gekommen, ich will euch wiedersehen? Wie ist es an uns schon so oft herrlich in Erfüllung gegangen? Und wenn Jesus sich uns wieder offenbart, wenn wir mit ihm wieder in innige Gemeinschaft treten, wenn unser Herz diese selige Kunst gelernt hat, ihn festzuhalten, mit den Händen zu schaffen für die Bedürfnisse dieser Zeit, im Geiste Gott zu leben, ihm zu dienen. O Brüder und Schwestern, wie ist uns da so wohl? Wie fühlen wir uns, dass wir ihn haben, so glücklich? Und wie wissen wir diese unaussprechliche Gnade zu schätzen? Welch ein unaussprechliches Glück ist es für uns, dass er uns immer sieht mit dem Blick seiner Liebe, seines Erbarmens, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wissen wir doch, dass er beschlossen hat, uns dahin zu bringen, dass auch wir ihn sehen sollen, nicht nach dem Fleisch, sondern im Geist. Sein Gnadenwille ist es, dass wir den innigsten Umgang mit ihm pflegen und immer vertraulicher mit ihm werden sollen. Der Apostel, er schließt auch uns mit ein, wenn er an die Kolosser schreibt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Oh, lasst uns suchen, danach trachten, dass dieses verborgene Leben in tägliche Übung gebracht wird, dass wir täglich durch Gottes Gnade Gemeinschaft haben mit Christus, dass er sich ja uns offenbart und nicht der Welt. Hat Jesus nicht sein Blut vergossen, um uns zu erlösen? Hat er nicht eine ewige Gerechtigkeit erwirkt und uns zu eigen geschenkt? Ist es ihm denn nicht zu verdanken, dass Ströme lebendigen Wassers ausgegossen werden? Wenn Jesus die Seinen sieht und sie ihn sehen, mit ihm Gemeinschaft haben, dann wird ihr Herz mit unaussprechlicher Freude gefüllt. Wenn er uns tröstet, dann laufen wir die Wege unseres Gottes mit Freuden. Er macht unsere Füße gleich den Hirschfüßen und er stärkt unsere Knie, dass unsere Schritte nicht wanken. Dann können wir mit unserem Gott über alle Mauern springen und in seiner Kraft können wir dann Kriegsvolk zerschmeißen. Jesus im Herzen und von seiner Liebe durchglüht, sind wir unüberwindlich. Aber wenn der letzte Feind besiegt ist, der letzte Zweifel gehoben sein wird, wenn wir einziehen in das Tor der Ewigkeit, wie wird uns dann erst sein in der sichtbaren Nähe und zu den Füßen des Herrn in alle Ewigkeit? Das diesseitige geistliche Wiedersehen, es ist nur der Vorbote jenes nie endenden Wiedersehens in der Herrlichkeit. Auf dies Letztere bezieht sich ja auch die Zusage des Herrn im eigentlichen Sinn. Sein Wille ist, Gottlob, immer ein Muss. Aus menschlichem Wollen wird in der Regel nichts, aber bei Jesus ist es anders. Aus dem Wollen Christi, hervorgegangen aus seiner ewig unergründlichen Liebe, wird ganz gewiss eine Erfüllung hervorgehen.
Und wenn wir zu denen gehören, die durch den Heiligen Geist in das Geheimnis der Gottseligkeit eingeführt sind und den neuen, lebendigen Weg betreten haben, von welchem Hiob sagt, des Adlers Auge hat ihn nie gesehen, wenn wir aus seliger Erfahrung wissen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, weil er uns wahre, wesentliche Besuche abstattet, welche die Lichtpunkte in unserem Leben bilden, das ist das eigentliche Christentum, die eigentliche Seligkeit. Und wenn wir ohne diese nicht sein und nicht leben können, oh, dann wohl uns. Dann hören wir es heute, nachdem der Herr vor 1800 Jahren, also heute 2000 Jahren, die Herzen seiner Jünger dadurch mit süßem Trost erfüllt. Ich will euch wiedersehen. Und das, nur das, wenn ich irgendetwas davon verstehe, ist die sicherste Bürgschaft, dass wir dahin kommen, wohin unser Sehnen steht, nach dem Himmel, den Gott für die Seinen bereitet hat. All unser Wollen, Bitten, Ringen, es würde uns niemals in den Himmel bringen, wenn nicht sein Ich will euch wiedersehen dahinter stände. Dieses aber bringt uns unfehlbar dahin. Er erfüllt es auch. Wir haben dann die Wirkung des Wiedersehens. Ganz zum Schluss. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wenn schon das Gedächtnis Jesu macht, dass unser trauriges Herze lacht, wie es in einem Lied heißt, was wird und muss es sein, wenn wir in verklärter Gestalt Jesus Christus in seiner Herrlichkeit sehen werden? Also nicht bloß an ihn denken, sondern wenn wir ihn sehen werden, wie er wirklich ist, wie Petrus schreibt, ihr werdet ihn sehen, wie er ist. Also sehen wir nach seinem eigentlichen Wesen in der heiligen, innigen Liebe gegen uns, jener Liebe, die er als Erdenpilger gegen uns geoffenbart hat. Der Herr sagt, und euer Herz soll sich freuen. Dann erst, zum ersten Male während unseres ganzen Daseins, werden wir die Entdeckung machen, was es ist, wahre Freude im Herzen zu haben. Volle, ungetrübte Freude, die nicht mit irgendwelcher Furcht gepaart ist, die hier auf der Erde, wo die schönsten Augenblicke immer noch vergällt werden durch den schrecklichen Gedanken an die Möglichkeit, durch Sünde der Seligkeit wieder beraubt zu werden. Nun endlich zu sehen, was man hier in großer Schwachheit geglaubt hat, wonach das arme Herz sich lebenslang gesehnt hat, ihn zu sehen, wie er ist, nicht wie Menschen sich ihn gedacht und ihn gemalt haben. Den ganzen Umfang seiner treuen Liebe, seiner mütterlichen Fürsorge und Wachsamkeit gegen uns auf der schauerlichen Fahrt über das stürmische Meer unseres Lebens und nun gewiss zu sein, dass es keine Trennung, dass keinerlei Trennung, wie kurz auch immer, mehr eintreten wird. Niemand soll eure Freude von euch nehmen. Hier auf der Erde vergällen wir uns diese Freude immer selbst. Der Satan stiehlt sie uns, die Welt raubt sie uns, alles vereinigt sich zu dem teuflischen Endzweck, die Freude im Herzen in uns zu zerstören, die uns so selig machen kann. Dort aber, dort, in jenen Gefilden des Himmels, da hat kein Widersacher Zugang zu der ewig fließenden Quelle unserer Freude. Darum Mut, ihr Gotteskinder, kämpft den guten Kampf des Glaubens und ihr werdet die Seligkeit ererben. Amen.